Servus, kommt's rein. Ich zeige euch auch mal, wie es bei XPR Pitbikes ausschaut. Ich bin der Florian Lang, komme aus Kaufbeuren und bin Geschäftsführer bei XPR Pitbikes. Also mit 16 hat ganz normal bei uns einen 125er Führerschein gemacht. Dann 2014 mit der Rennstrecke angefangen, vorher halt auf der normalen Straße, auch mit dem großen Motorrad gefahren und fahre jetzt seit 7 Jahren Minibike und seit 4 Jahren ungefähr beschäftige ich mich intensiv mit den Pitbikes. Bei 2019 habe ich erst mit einer anderen Firma angefangen. Und der Flo, also mein Geschäftspartner, der war dann damals erst Kunde von mir. Zu der Zeit waren wir noch in Kaufbeuren, jetzt nicht hier in der Firma. Hat dann damals zu mir gesagt, hey, wie schaut's aus? Wollen wir nicht da was starten, so dass du es halt auch Vollzeit machen kannst? Und genau, und so ist es zustande gekommen. Und seitdem entwickelt sich das jedes Jahr, wird mehr und mehr. Genau, also wir haben im Endeffekt 4 Fahrer. Das ist der Henning, der Kiwi, der Flo und der Stefan, der ist jetzt neu mit dazugekommen. Wir fahren eigentlich alle Serien, was jetzt so in Deutschland, Österreich gibt, sind dort ziemlich gut aufgestellt. Also fahren dort die Stockklassen und die Openklassen. Also jeder hat von uns 2 Bikes, einfach damit die erstens mehr Fahrzeit bekommen und natürlich umso mehr Informationen über das Bike bekommen, umso besser ist das Ganze. Genau, also es entwickelt sich ja sowieso immer weiter. Also wir sind jetzt schon wieder fürs nächste Modell dabei. Es wird eigentlich immer sich was weiterentwickeln. Der Sport entwickelt sich ja auch noch weiter aus den Kinderschuhen. Gibt bestimmt noch sehr viele Möglichkeiten, wo man was ausreizen kann, verbessern kann. Genau, also es kommen auf jeden Fall immer wieder neue Sachen. Wird bestimmt jeder Hersteller sagen immer, dass das Beste ist, wenn nur jeder mein Bike fährt. Aber natürlich möglichst viele dazu bekommen, unsere Bikes zu fahren und dass wir europaweit auf jeden Fall vertreten sind.